um die traurige Wahrheit doch mitzuerleben. Ja. Wie wir alle wissen, haben wir heuer keine Wiesn und somit auch kein Oktoberfest-Landesschießen. Und aus Solidarität und Tradition und Verbundenheit bin ich heute hier. Und wie viele andere doch auch, um leider wahrhaben zu müssen, dass kein Zelt, keine Wiesn und auch kein Oktoberfest-Landesschießen heute stattfindet. Haben wir lange und breit diskutiert im Landesvorstand, aber leider ist halt das Praktikable nicht durchführbar. Die Auflagen, die Hygieneschutzverordnung und vor allem auch das Feeling der Schützen im Hochbrück auf der Olympiaschießanlage haben wir 100 Stände, wo man es zwar hätte durchführen können, wenn die Voraussetzungen uns genehmigt worden wären. Aber es ist kein Vergleich, wenn man hier aufs Oktoberfest fährt. Die Musik spielt schon, die Schützen gehen am Stand, das Bier, die Händel, die riechen schon. Ja, nach dem Schießen geht man rüber ins Zelt, es ist kein Vergleich. Und in der Summe dieser Punkte haben wir uns dazu entschlossen, eben kein Schießen auf der Olympiaschießanlage stattfinden zu lassen. Ja, man kann es nicht so krass Chance oder Bürde bezeichnen. Natürlich ist es ein Problem, weil die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler haben sich ja monatelang auf dieses große Event Olympia vorbereitet und dann kam der Lockdown und dann kam natürlich sämtliche Absagen. Also es ist schon ein Problem, während der ganzen Vorbereitungsphase dann plötzlich einen Stopp reinzuhauen und das Ganze jetzt wieder hochzufahren, sich neu zu motivieren, neue Trainings zu beginnen und dann hoffentlich auf nächstes Jahr wieder topfit zu sein für Olympia nächstes Jahr. Also es war und ist mehr ein Problem wie eine Chance. Leider in keinster Weise langweilig, denn das Waffenrecht wurde ja im November beschlossen und tritt dann jetzt vor kurzem zum 1.9.2020 in Kraft. Zusätzlich kam noch Corona hinzu, sodass ich und mein Landesvorstand plus unsere Geschäftsstelle leider genügend zu tun hatten, wöchentlich tägliche Infos in Abstimmung mit dem Ministerium rauszugeben, die Gespräche zu führen mit der Jugend natürlich. Was macht man jetzt in dieser Zeit, vor allem nach Corona, die Wettkämpfe, die Rundenwettkämpfe. Also da war genügend zu besprechen und genügend zu tun. Also ich hoffe persönlich wenig bis gar keinen. Wir wissen es noch nicht genau, weil die Vereine jetzt im September, Oktober ihren Vereinsbetrieb wieder aufmachen. Die Rundenwettkämpfe beginnen, sollen beginnen. Die Vereine fangen wieder an mit ihren Anfangs- und Königsschießen in der Regel. Und wir hoffen wirklich, dass zwar vor Corona der Respekt und die Vorsicht herrscht, aber die Vereine ihren Schießbetrieb wieder aufmachen und vorsichtig beginnen. Und man darf auf keinen Fall große Angst haben wie der Hase vorm Fuchs. Vorsicht, Respekt ja, Angst bitte nicht, sodass wir den Schießbetrieb wieder hochfahren können und dass unser toller Sport nicht zum Erliegen kommt. Also die Änderungen, wie gesagt, zum 1.9. sind in Kraft getreten. Wir wissen jetzt noch nicht konkret, wie die praktische Auswirkung ist. Ich habe heuer im Januar, im Februar beim Ministerpräsidenten Herrn Söder gebeten, die Kommunikation vor allem runter in den Landratsämtern hochzufahren, dass hier eine gute Abstimmung kommt. Teilweise merken wir schon, dass die Abstimmung noch nicht passiert ist und da liegt jetzt der Augenmerk drin, diese neue Regelung vernünftig, praktikabel umzusetzen. Natürlich muss man ganz klar sagen, war es eine Verschärfung gegen den Sport, gegen uns Sportschützen wieder. Und ich hoffe, dass jetzt hier der Fokus nicht auf uns bleibt, sondern der Fokus auf die Illegalität gelegt wird. Der illegale Waffenbesitz ist hier das Problem und nicht unser Sport. Nein, leider noch nicht. Ich habe alle Fraktionen im Bayerischen Landtag angeschrieben, insbesondere natürlich auch die Grünen, und habe sie auf die Olympiaschießanlage eingeladen zum Dialog, zum Gespräch, um mal zu erklären, wie ein praktischer Vereinsbetrieb, wie ein Schützenleben aussieht. Antwort habe ich leider bisher noch keine bekommen.
ich schaue immer positiv in die Zukunft, egal ob jetzt in unserer Schützenwelt oder nicht. Aber es ist natürlich schon schwierig, die Zeit heuer seit Mitte März und jetzt runtergebrochen auf unsere Vereine. Ich hoffe, dass die Auswirkungen des Corona nicht so stark sind, dass die Vereine ihren Schießbetrieb wieder aufnehmen können, dass das Ganze umgesetzt werden kann, die Hygienevorschriften umgesetzt werden können und dass nicht viele bis gar keine Vereine natürlich dem Corona in Anführungszeichen zum Opfer fallen, sondern gestärkt rauskommen. Wir wissen, was zu tun ist und dass wir spätestens nächstes Jahr um die Zeit unseren Skisport wieder in vollen Zügen ausleben können.